You got me thinking, whoa, I don't know how we got here. Oh my, I think we better run. We ought to leave this place tonight. I'm telling you. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horse Riding Tales auf meinem Channel. Ihr hattet mich öfter schon angesprochen, ob denn noch was kommt und ob ich das überhaupt noch spiele. Und ich glaube, ihr habt schon öfter in meiner PC-Version-Folge mitgekriegt, dass ich mit meiner PC-Version gar nicht zufrieden bin. Ich habe ja wie viele andere von euch auch damals auf der Handy-App angefangen und bin dann gewechselt und war totunglücklich. Und jetzt haben mich öfter noch Leute gefragt, ob denn dann jetzt überhaupt noch was kommt, wenn ich jetzt auf PC gewechselt bin und da unzufrieden bin. Und ja, ich habe mich dazu entschlossen, tatsächlich heute nochmal eine Folge mit euch zu machen, weil ich diese schönen Filter auch noch ausprobieren wollte. Ich habe nämlich jetzt Filter in meinen Videos und ich finde, das ist so lustig. Also ich spiele schon die ganze Zeit damit herum. Ich feiere das total. Lasst mir doch gerne mal eine Meinung dazu da, wie ihr denn so Facecam mit Filter findet. Ob ihr das witzig findet, ob ihr das für eine gute Idee haltet, ob ihr das genauso feiert wie ich oder ob ihr das eher doof findet. Ich kann mich tausendfach darüber beämmeln, ey. Das machen meine Augen da. Okay. Aber auch, Ja, ist das eine Ziege? Ich glaube, ich bin eine Ziege. Ja, ich, hi. Hi. Hallo. Also, was ist das? Was wandert da immer wieder auf mein Kinn? Wartet mal, ich will zu meiner coolen, stylischen Brille zurück. Ja, ich möchte heute Cross-Country mit euch machen. Nein, eigentlich nicht mit euch. Eigentlich möchte ich das machen, aber ich nehme euch auf alle Fälle mit, wenn ihr denn wollt. Und ja, Grüße gehen raus an Annie Moon und an Elena Legend. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich kennt oder ob ihr euch da nämlich stellt, weil ich jetzt... Oh ja, ich habe jetzt VIP. Aber ich habe es nicht gekauft. Ich habe es jetzt einen Monat geholt. Und ich kann euch auch einmal zeigen, warum ich das getan habe. Ich habe ja schon mal 2 Monate VIP gehabt und im 3. Monat... Wo ist denn das jetzt? Ich habe keine Ahnung mehr. Was ist... hier irgendwo? Ach ja, hier. So, und dann habe ich halt geguckt. So, was kriege ich als nächstes für Belohnung, wenn ich VIP hole? Das kann ich jetzt irgendwie, warum auch immer... nicht einsehen. Man sieht doch eigentlich, was man monatlich als VIP kriegt. Aber wenn das Abo läuft, anscheinend nicht. Jedenfalls habe ich da gesehen, ich kriege den grünen Sattel, wenn ich jetzt VIP anmelde. Und der grüne Sattel ist, finde ich jetzt das wertvollste Item und das brauchbarste. Und jetzt habe ich diesen eigentlich eher sehr hässlichen grünen Sattel auf meinem Pinkeloo drauf. Und ja, naja, besser als nix. Sagt man ja so schön. Ja, Cross-Country. Ich schweife ab. Ich würde jetzt mal ganz seicht... Oh, ich habe ja noch Rewards abzuholen. Ja, ich habe kein Outfit erspielt. Nein, ich bin nicht gut in diesem Spiel. Fühlt ihr mich? Könnt ihr mich verstehen? Seid ihr auch so schlecht wie ich? Wobei, guckt erst mal an, wie ich spiele und dann beurteilt bitte erst. Dann brecht ihr mir nicht sofort das Herz, sondern erst danach. Ich würde sagen, wir racen erstmal im Silver Cup. Und... So, ich leg jetzt einfach mal los, ne? Ich mach jetzt einfach mal. Ich bin halt nicht so schnell. Oh, eigentlich wäre es jetzt lustig, einen Filter zu verwenden, wo man auch die Zunge rausstrecken kann. Das wäre bestimmt übelst funny. So. So, hä? Oh nein! Oh, ja. Das passiert mir in der PC-Version nie, aber in der App-Version. Dass er mir diese Bubbles hier nicht mitzählt. Aber kein Problem. Das ist nur die Aufwärmphase. Ich mach mich nur heiß, für wenn es richtig drauf ankommt. So, bin ich da jetzt rübergekommen oder gab das gerade Probleme? Oh. Also. Es wird jetzt nicht die beste Zeit. Ich
finde, glaube ich, sogar den anderen Cup einfacher. Ich werde mal eben gleich auf den Goldcup wechseln. Wow, Position 3581. Mann, bin ich ein Pro. Naja, Hauptsache man hat mitgemacht. Denn mitmachen ist ja alles. So, ich hole mir meine Gold-Rewards noch ab. Da habe ich zumindest auch ein bisschen was bekommen. 800 Gold, 30 Food. Und was muss ich denn hier überhaupt schlagen? 1:04. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Okay, wir starten. So, Gold Cup. Let's go. Komm, los. Reite los. Warum jetzt für sie laden? Okay, so dreh dich. Wenn ich gerade mal still bin, nicht wundern. Ich will mich nämlich mal so richtig konzentrieren, nicht nur so halb. Im Nachhinein, wenn ich die Videos schneide, dann lache ich immer darüber, wie ich manchmal gucke, wenn ich konzentriert bin. Ich glaube, euch würde das auch so gehen, wenn ihr euch dabei beobachten könntet, was ihr teilweise für Gesichter macht, wenn ihr euch wirklich hardcore konzentriert. Nee, so mache ich eigentlich nicht. Aber ich mache eher so. So. Okay, hier noch rüber. Hui. Oh, komm schon. Nein. Komm, warum hat der Boost gerade nicht so richtig gezählt? Ah. Oh. Bin jetzt schon bei 1:03. Oh Gott sei Dank. Ich dachte gerade, er würde die Ecke da für mich nicht zählen. Oh nein, da geht's ja links um. Ja. Ja, also keine Ahnung, wie das so manch einer macht. Ich glaube, mein Pferd ist einfach zu schlecht. Ich glaube, viele trainieren mit Diamanten ihre Pferde, dass sie so gut sind. Aber ich will da eigentlich nicht so viel Cash reinpumpen. So, ich bin aber immer ins Ziel gekommen. Dafür, finde ich, habe ich auch schon einen Applaus verdient. Ja, und ich bin auf Position 491 damit. Besser als im Silver Cup, würde ich mal sagen. Wollen wir mal den Diamanten Cup probieren? Oh, das Outfit da gefällt mir wirklich gut. Wir können ja mal 1,40. Ich habe noch nie einen Diamanten Cup geritten. Aber ich nehme die Belohnung da jetzt einfach mal mit. Ich weiß nicht, wo lang es geht. Ich habe keine Ahnung. Was zur Hölle? Es war da gerade eingeblendet. Und warum bin ich so langsam plötzlich? Warum renne ich nicht mehr richtig? Hä? Warum bin ich so schwerfällig? Warum, was ist mit meinem Boost? Hä, was macht mein Pferd hier? Hallo? Pinkelu, hallo, guck mal. Hallo, rennst du mal? Ey, warum bin ich denn so ultra lahm? Hä? Ist das normal beim Diamond Cup, dass man so langsam ist? Ja, natürlich komme ich da jetzt nicht rüber. Hä? Ich habe doch eingestellt, dass ich galoppiere. Da habe ich meinen Boost gerade voll gehabt und wollte ihn betätigen. Und er hat mir den gar nicht gewertet. Warum jetzt? Hä? Ist das irgendwie kaputt hier? 73 Stationen muss ich ablaufen. Ich bin gerade erstmal bei 33. Das wird. Ey, warum werde ich immer so langsam? Hier, guck mal. Liegt das irgendwie an meinem Pferdelevel? Das, weil mein Pferd nicht genügend Energie hat oder so? Kann es daran liegen? Kann mir da jemand mal helfen? Und mir das verraten, warum mein Pferd hier so rumzickt? Okay, da reite ich außen rum, habe ich gelernt. Aber auch hier. Das hier. Okay, jetzt habe ich es gedrückt, jetzt ist es weg. Ist es mein Emulator, der hier so einen Scheiß macht oder was? Okay, jetzt geht's auch ins Gebirge.
Okay, wisst ihr was? Ich nutze diesen Speed um die Ecke gar nicht. Weil sobald ich in die Kurve gehe, werde ich sau langsam. Vielleicht hätte ich es auch lesen müssen. Vielleicht geht es darum, so lange wie möglich geradeaus zu reiten. Und so wenig Kurven wie möglich zu nehmen. Aber ich glaube nicht. Das ist definitiv mein erstes Mal Diamond Cup. Und so wie ich mich anstelle, auch erstmal das letzte Mal gewesen. Das mache ich nicht nochmal. Jetzt bin ich bei 64 von 73. Wir haben es bald geschafft. Habt noch ein bisschen Geduld mit mir. Okay. Ja, Tatsache, sobald ich in die Kurve gehe, spackt mein Pony. Mein Pferdepony. Ponypferd. Jetzt bin ich schneller. So, jetzt bin ich im Ziel. 3 Minuten 10 neuer Rekord. Ja gut, ich habe es ja auch noch nie vorher gemacht. Position 281? What? Hä? 1,40 ist die erste Person und mit 3 Minuten 10 bin ich auf Platz 281. Okay. Das ist krass. Ich muss das erstmal verarbeiten. Ich bedanke mich auf alle Fälle, dass du reingesehen hast. Wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben und lasst auch mal gerne ein bisschen Liebe bei der Jessie, denn die ist momentan ziemlich gestresst und die würde sich bestimmt freuen, irgendwas Nettes zu lesen. Von daher, ganz viel Liebe geht raus an Jessie. Und dann sehen wir uns zu einer neuen Folge. Ha, macht's gut. Tschüss. Was habt ihr denn alle? Ich sehe doch immer so aus.